verloren. Sie wird es noch mit Max versuchen. Und wenn nicht, nun gut, dann wird sie alleine leben. Die Hauptneuigkeit, die ganz Moskau beschäftigt, die habe ich Ihnen doch noch gar nicht erzählt. Tausende Arbeiter brotlos. Er will nicht von wissen. Und dann habe ich gesagt, Pauline, was habe ich gesagt? Im Grunde habe ich mein Leben vorüberziehen lassen wie einen Traum, sage ich.